Ah, schön am Arsch der Welt. I sense a soul in search of answers. Die gute Adria, die macht nämlich erstmal kostenlos unser Mana voll. So, über den Butcher können wir, Butcher können wir sie auch. The Butcher is a sadistic creature that delights in the torture and pain of others. You have seen his handiwork in the Drunkard Farnum. His destruction will do much to ensure the safety of this village. Okay, der Drunken, der kann uns dann vielleicht mehr darüber erzählen. Jetzt aber erstmal hier den, das Dingen hier weg. Das will sie nicht haben. Den Rest kriegt sie nicht. Scroll of Inferno will, nee. Was haben wir hier? Raven Staff of Warmth. Der kostet auch gerade mal 6000 Gold. Wir haben ja 435. Was hast du denn hier anzubieten? Ein Book of Healing? Oh ja. Ein Book of Dark Pact oder noch ein Book of Healing für 1000? Das sollten wir auf jeden Fall. Das Problem ist, das Angebot der Händler, das variiert. Also zumindest, wenn ich jetzt weggehe. In Multiplayer war es früher richtig krass. Du hast den Händler angebabbelt. Oh geil, der hat was. Scheiße, nicht genug Gold. Kumpel angefragt. Hier, kannst du mir ein bisschen Gold geben? Ja klar, super, Geld gegeben, wieder hingegangen, Item weg. Das ist freie Marktwirtschaft. So, warte mal, er kann hier repairen, du bist der Trader, du bist der Kane the Elder. Der. Stay a while and listen. Oh, die Rope ist auch Magic, aber das kostet alles 100. Das vergiss ganz schnell. Erzähl uns was über den Butcher. It seems that the Archbishop Lazarus goaded many of the townsmen into venturing into the labyrinth to find the king's missing son. He played upon their fears and whipped them into a frenzied mob. None of them were prepared for what lay within the cold earth. Lazarus abandoned them down there, left in the clutches of unspeakable horrors to die. Also dieser Erzbischof, der hat die Leute runtergeschickt, um den verschwundenen oder vermeintlich verschwundenen Sohn des Königs zu finden. Was auch immer der da unter der Kirche gemacht hat. Und ja, und dann haben die Leute, sind quasi da runtergeschickt worden und wussten gar nicht, was ihnen da überhaupt bevorsteht. Und ja, hat also dann da unten gelassen. So. Und er müsste was über den Butcher wissen. Big Cleaver, killing all my friends. Couldn't stop him. Had to run away. Couldn't save them. Trapped in a room with so many bodies. So many friends. No! Oh. Okay, der Gute, der ist auf jeden Fall leicht, leicht geschädigt. Okay, er hat hier noch was. Der Healer, zu dem wollte ich auch noch. Kurz nochmal zum Blacksmith. Also, was eine widerliche Kreatur. So. Aber warte mal, hier, Identify, das mache ich selber. Aber das Ding. Guck mal, ging das nicht hier bei? Sell. Das weg. Das weg, das weg. So. Für die da. Weiß ich gar nicht, zahlt er uns da schon was? Nee, da. Ja, das sollst du auch nicht. Ja, sollst du auch nicht. Lass mal gerade gucken, was haben wir jetzt an Geld? 671, aber wir haben hier 1, 2, 3 Scrolls of Identify. Erstmal möchte ich wissen, was die Rope macht. Plus 1 of Magic, das ist okay. So, der Hunter's Bow. Soul Fletch Hunter's Bow. Chance to Hit, das ist schon mal ganz gut. Wir können die ja sowieso nicht benutzen, die Items. Aber wenn sie jetzt. Ja, soll's auch nicht. So, die wollen wir nämlich jetzt hier verkaufen. Jetzt haben wir hier mal einen Sell Price von 12, 1, 2, 3, 4 und 1, 3, 3, 0 und hier 77. So, haben wir hier schon mal 3312 Gold. Mal gucken, ob er uns hier sonst noch was anbieten kann. Jack Dagger of Magic, aber wir können nur einen Dagger gleichzeitig tragen. Achso, aber vielleicht, was ist denn kaputt? Ich glaube, die Robe ist kaputt. Gerade mal Repair All. Uff. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Gold. Dann können wir bei Adria auch noch das Book of Healing holen. I'm glad I caught up to you in time.
Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish. Ach du Scheiße. Na, da müssen wir mal gucken. Also, jetzt sind auch noch die Brunnen verseucht. So. Please, you must hurry. Every hour that passes brings us closer to having no water to drink. We cannot survive for long without your help. Okay, das ist natürlich ganz kritisch. By the light I know of this vile demon. There were many that bore the scars of his wrath upon their bodies when the few survivors of the charge led by Lazarus crawled from the cathedral. I don't know what he used to slice open his victims, but it could not have been of this world. It left wounds festering with disease, and even I found them almost impossible to treat. Beware if you plan to battle this fiend. Okay, also der hat nicht viel zu sagen, aber vielleicht können wir hier gerade mal so ein paar... Dann gibt's noch die Verjüngungspotion, Scroll of Resurrect, Scroll of Healing, Scroll of Healing. Also hier gibt's nichts. Ja, die Wasserversorgung, da müssen wir uns natürlich jetzt direkt mal drum kümmern. Also da muss eine Passage sein, ein Pfad, ein Weg, der zur Wasserversorgung führt. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht jetzt, diese Quest, weil du bist früher immer nur hier hochgekommen zum Verkaufen, hast sonst nur die Dungeons aufgesucht. Und hier geht's aber raus, da oben, ne? Also gut. I sense a soul in search of answers. Jawohl, sense mal. Ich brauche das. Wir haben noch 1956, scheiße. Wir könnten uns das Book of Dark Pact, mit dem Book of Healing und dem Book of Dark Pact können wir uns quasi wieder regenerieren, so ein bisschen zumindest, egal was wir für Tränke haben. Also, Dark Pact haben wir, Healing ist glaube ich auch sehr wichtig, bevor man stirbt. Welches kaufen wir jetzt noch? Wir könnten das kaufen, wir könnten auch eine Scroll of Inferno verticken, können dann das Book of Healing, Book of Dark Pact holen, aber Dark Pact haben wir schon auf Stufe 1. Wir haben nur 36 Leben. Da sind wir sowieso begrenzt, was wir umwandeln. Komm, ich nehme das Healing-Buch noch. Damit haben wir Healing auf Stufe 2. So, hier müsste wieder eine Brücke sein. Da kommt auf jeden Fall das Wasser her. I'm glad I caught up. Okay, da steht auch nicht... Da steht auch nicht viel drin. Jetzt die Poisoned Water Supply... Entschuldigung, mein Englisch ist heute wieder ein bisschen... I cannot get there from here. Ach du Scheiße. Ja, entweder kommt das mit dem Wasser halt vom... Wir könnten jetzt hier mal mit G mal Townwalk Increase by 20%. Dann kann man nämlich hier in der Stadt ein bisschen schneller laufen. Gut, muss man jetzt mal mit den anderen Leuten reden. Irgendwo muss ja die Wasserversorgung herkommen. Und dieser Pack lag... Ja. Vielleicht hier hinten irgendwo. Hier ist dann so ein Riss. Das gibt dann so einen Schnellreisepunkt später. So viel kann ich nun schon mal erzählen. Also hier in diesen Riss, da kommen wir dann glaube ich direkt in die Hölle. I cannot get there from here. Ja. Sonst gibt's hier hinten nichts. Im Gegensatz zu dem recht offenen Diablo 2 ist es natürlich hier ziemlich... Psst, over here. Halt die Fresse, du Gimp. So, vielleicht, was erzählst du uns über das Pop? For once, I'm with you. My business runs dry, so to speak, if I have no market to sell to. You better find out what is going on, and soon. Okay, und über den Butcher? I know more than you think about that grizzly fiend. His little friends got a hold of me and managed to get my leg before Griswold pulled me out of that hole. I'll put it bluntly. Kill him before he kills you and adds your corpse to his collection. Jetzt wissen wir auch, wie er sein Bein verloren hat. So, was ist mit ihr, mit Julian? My grandmother is very weak.
And Garda says that we cannot drink the water from the wells. Please, can you do something to help us? Wir müssen nur wissen, ach, den Butcher noch. When Farnham said something about a butcher killing people, I immediately discounted it. But since you brought it up, maybe it is true. Okay. Sie weiß also da nichts dazu. Der Barmann. Ich möchte halt mit allen auch mal reden. Das zieht dann das Let's Play auch ein bisschen in die Länge. Aber... I have always tried to keep a large supply of foodstuffs and drink in our storage cellar, but with the entire town having no source of fresh water, even our stores will soon run dry. Please, do what you can, or I don't know what we will do. Okay, das wird jetzt ein bisschen kritisch, denn ich... Ah, der Butcher noch. Yes, Farnham has mumbled something about a hulking brute who wielded a fierce weapon. I believe he called him a butcher. Okay. Also, dass es den Butcher gibt, wissen wir jetzt schon mal, aber... Wo kommen wir an die Wasserversorgung ran? Griswold, du hast Wirt gerettet vor dem Butcher. Pippin has told you the truth. We will need fresh water badly. And soon. I've tried to clear one of the smaller wells, but it reeks of stagnant filth. It must be getting clogged at the source. Okay, an der Quelle also. Kane. Hello, my friend. Kane. I don't know what I can really tell you about this that will be of any help. The water that fills our wells comes from an underground spring. I have heard of a tunnel that leads to a great lake. Perhaps they are one and the same. Unfortunately, I do not know what would cause our water supply to be tainted. Okay, also, das Wasser kommt auf jeden Fall unterirdisch irgendwo weg und man kann da hingehen. Ah, und das kennen wir schon mit dem Butcher. Vielleicht weiß der Betrunkene, vielleicht hat er den Tunnel gesehen, wenn er unten bei dem Butcher war. Ah, okay, du hast die Probleme, nicht die Probleme der mundanen Wassertrinker. Okay. Also ein Tunnel von einer Untergrundquelle zum See. Bleibt uns im Endeffekt nichts anderes, als jetzt über die Kirche zu gehen. Hier ist noch ein Waypoint Tristan. Müssen wir den aktivieren? Ah ja. Können wir aktivieren. Für was der gut ist, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht sagen. Vielleicht können wir da irgendwie wieder reingehen. Ah, ich glaube, da kommt das Town Portal hoch. Gut, dann bleibt uns im Moment jetzt erstmal nichts anderes als hier durchzuschleichen und einfach mal gucken, ob wir den Butcher finden. Und somit auch die Quelle für den verseuchten Brunnen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir hier lang müssen. Hier, eins weiter, so. Und dann kommen wir da oben irgendwo an. Ja, verseuchen die also jetzt auch noch das Wasser. Die wollen also ganz offensichtlich nicht, dass die Leute da wohnen in Tristram. Oder Tristram, ich weiß es gar nicht. Das ist alles ein bisschen komisch. So, hier sollte die Treppe runtergehen und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwo den Weg finden, hier den Brunnen zu reinigen. Da geht's eins tiefer und wir sind im nächsten Level. So, schauen wir mal. So, ich möchte mal kurz hier die Spells umlegen. Was bist denn du, so ein Halbdurchsichtiger? Oh, Shadowbite, du bist ein... Das war ein... Das... Nicht nach oben gehen, bloß nicht nach oben gehen. 287 Gold, das hat sich mal direkt rentiert. Lederrüstung, Level Up haben wir auch noch. So, 5 Punkte gibt's. Also machen wir 1, 2, 3 hier rein und 1, 2 hier rein. Das werden wir mal so beibehalten. Und der hat einen Gürtel fallen gelassen. Wir haben jetzt aber, glaube ich, keine Scroll of Identify dabei. Müssen wir halt mal gucken, was der Gürtel macht. So, werden wir hier einfach mal ein bisschen... Dieser Blitzzauber ist eigentlich einer der besten Zauber, um einfach aufzuräumen. Nur gucken, dass wir halt genügend Charges übrig haben.
So ein Hidden Demon und so und ach und Short Staff of Heal Other. Guck, was wir halt finden. Book of Inferno. Sehr geil. Bücher waren immer gut. Früher schon. So. Nix. Und da ist auch wieder hier. Guck mal, jetzt haben wir hier schon Rare Monsters. Richtig viele. Also hier geht es jetzt schon ein bisschen steiler, direkt einen zweiten Level ab. Früher war das... Ah, Scroll of Resurrect, sehr gut. Rex, ich... Ach du Scheiße, schon alles schon voll. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich mache jetzt mal lieber mal ein bisschen mehr Dings hier in Leben. Früher war es so, dass man auch mehrfach quasi die Dungeons von 1 bis X durchgemacht hat, um einfach... Man ist, glaube ich, 3 oder 4 Mal in den ersten Dungeon gegangen, also Level 1 gegangen, um genügend Erfahrung einfach zu sammeln. So, hier ist noch eine Cloak, eine Healing Potion, Gold. Ja, was hast du denn auch? Book of Inferno, weg. Die Cloak, das ist ein schöner Umhang. Scroll of Resurrect. Wir haben aber nur Scrolls of Inferno. Die können wir eigentlich auch mal loslassen. So, dann ist noch der Hidden Demon. So, ich will gerade mal kurz hier im Inventar nachschauen, ob wir hier irgendwie ein bisschen Platz machen können. Haben wir hier vielleicht noch Scrolls of Identity? Ah! Da haben wir sogar 2 Stück. So, dann wäre es mir zuallererst mal wichtig, denn... Die Belt of Magic, den ziehen wir natürlich direkt an. Den weg. So, aber hier lebt es noch irgendwo. Oh, wir sollten mal eine Healing Potion nehmen. Okay, hier ist auch noch ein Short Staff of Inferno, der könnte auch noch was sein. Und hier ist noch ein Short Staff Not Identified. Wir haben noch eine Scroll of Identify. Wir könnten auch die Cloak identifizieren. Ich glaube, die Leather Armor schmeißen wir einfach mal weg. So, und jetzt den Short Staff. Oder den müssen wir auf jeden Fall noch eine Zeit lang nutzen. So, und die macht Resist Fire oder +1 to Magic. Da machen wir auf jeden Fall mal Resist Fire rein und die ist fast am Arsch. Heben wir die auf. So, ein Short Sword. Das schmeißen wir in die Mülltonne. So. Dann können wir die ganzen Pots mal hier. Scroll of Inferno. So, Scroll of Resurrect. Die können wir gar nicht gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wie die Scroll of Resurrect geht im Singleplayer. Im Multiplayer war es, glaube ich, so, dass du die Scrolls benutzen konntest, wenn einer halt tot war. Mal gucken, wie viel 7 haben wir noch übrig. Müssen wir mal den Staff Recharge Skill. Zack. Dann räumen wir hier mal einfach auf. Hier sind noch die paar Hidden Demons. Aber das sollten wir alles hier. Ah, das klappt doch. So, ich möchte eigentlich nur hier dort Gold einsammeln, alles. Bevor wir jetzt hier allzu weit gehen. Und da scheint noch welche zu sein. Aber irgendwie geht es hier nicht weiter. So. Da stellst du dich halt mit Mage? Das ist ein bisschen... Ja, stellst du dich halt so hin und lässt halt hier diesen Charged Bolt einfach machen. Und der macht gut. So, da ist noch der Short Staff of Holy Bolt. Jetzt wird es aber langsam hier mit den ganzen Bolts. Bisschen krass. Wir haben unsere Mana quasi noch gar nicht. Ja, da müssen wir auch erstmal ein bisschen durchräumen.
So, wie viele Bolts haben wir noch? 26. Können wir hier mal ein bisschen mit dem Fireball. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da hilft wirklich nur noch hier rein. Oha, und Level up. So. Ich mache jetzt wirklich mal ein bisschen mehr auf Leben. Damit wir hier definitiv ein bisschen überleben können. Ach du Kacke. So. Gut, viel gab es hier nicht. Bookcase. Oh, Book of Charged Bolt. Sehr schön, dann können wir den nämlich auch. Können wir hier diesen Spell eigentlich auch schon in die Tonne kloppen. Also diesen Staff. Und dann haben wir noch hier einen... Ich drücke mal auf B für Backpack. Scheiße. So, gut, der ist ausgebrannt. Weg damit. Dann haben wir hier noch einen Short Staff Not Identified. Und dann gab es noch einen auf Holy Bolt da irgendwo rumfliegen. Da ist er. So, gucken, was der Holy Bolt kann. Ah, und hier geht es in die Wasserpassage rein. Sehr schön. Da haben wir das auch gefunden. Hier ist noch ein Book of Charged Bolt. Also hier räumen wir erstmal. Okay, das Ding. So, hier ein Scroll of Healing, Book of Charged. Ach du geil, ach du geil. Und die Full Mana Potion noch. Und natürlich haben wir hier noch Book-Dinger. Und da wird es jetzt bald auch. Müssen wir gucken, dass wir hier mal Scroll of Town Portal kriegen. Where would I put this? Book of Heal Others. Können wir lernen, brauchen wir hier nicht. Ich weiß nicht, ob man den Charakter ins Multiplayer importieren kann. Vielleicht finde ich ja irgendjemanden mal irgendwann, mit dem wir Multiplayer machen können. So, also hier geht es erstmal in die Wasserpassage. Die sollten wir natürlich zuerst machen. Platz haben wir noch. Scroll of... Fresse, du Gimp.